Neuer Tag, neues Glück in Prince of Persia The Lost Crown. Hallo zurück, hoffentlich heute mit weniger Frustrationspotenzial. Dazu eine kurze Erklärung für meinen, ich nenne es jetzt mal Rage Quit, nahezu Rage Quit vom letzten Mal. Ich habe das schon häufiger in meinen LPs erwähnt. Ich bin prinzipiell diese Art Spieler, die ein Spiel der Entspannung wegen spielt. Ich mag eine geile Story erleben, die durch das Gameplay geil erlebbar wird. Für mich sind Spiele ein gewisser Eskapismus vom realen Leben. Ich persönlich brauche es nicht, dass ein Spiel, ich nenne es jetzt mal so blöd, mir meine Grenzen aufzeigt. Um das ein wenig passiv-aggressiv zu formulieren, wenn ich Herausforderungen haben will, an denen ich scheitern kann, spiele ich kein Spiel, sondern gehe vor die Tür und lebe das reale Leben. Ich weiß, es gibt solche Spieler, die brauchen das. Die brauchen es, von einem Spiel wirklich hart gefordert zu werden und dieses Spiel auswendig zu lernen und das dann zu meistern. Und die ziehen daraus ihre Genugtuung. Soll sein, jedem das seine. Für mich ist das heutzutage einfach nichts mehr. Eine gewisse Herausforderung ist natürlich gut, ja, aber die muss dann auch in relativ schneller Zeit schaffbar sein. Für mich. Ich meine, und damit bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige. Hier in diesem Spiel jetzt, um jetzt wirklich fair zu bleiben dem Spiel gegenüber, gab es für mich zumindest in meinem gesamten Spieldurchläufen keine Sequenz, wo ich wirklich länger als, ich sage mal, eine Stunde dran gesessen bin. Und das war, wie gesagt, die unsägliche Grotte mit den roten Kristallen unten in der Grube der ewigen Sande. Aber das ist dann halt schon echt das Limit für mich an Frustration mit einem Spiel. Gut. Und ich habe halt nur noch sehr, sehr wenig Geduld, wenn Spiele mir etwas entgegenwerfen, was ich, wie ich es ja im letzten Part mich sehr darüber aufgeregt habe, für nicht gutes Game Design halte. Wie hier zum Beispiel so viele Blind Jumps, die du hast, ja, und einfach nur weiterkommst mittels Trial and Error. Und das ist halt dann der zweite Punkt, der mich, insbesondere wenn ich Videos mache als Content Creator für YouTube zum Vergnügen für andere Leute, die sich das anschauen, macht es das dann nicht besser, wenn ich dann durch immer wiederkehrende Fails weiß, oh mein Gott, dieses Video wird Ewigkeiten dauern zum Bearbeiten, zum Schneiden und so weiter, weil halt so viele Fails drinnen sind, aufgrund der Schwierigkeit des Spiels. Einen Part eines LPs, der schön smooth ist, wo ich wenig cutten muss, ist halt das Beste, was mir als Content Creator passieren kann. Ne? Ja, daher meine Frustration, gerade mit diesem Abschnitt, gerade in der letzten Folge. Das nur mal so zur allgemeinen Erklärung. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird und wir hier nicht mehr lange mit diesem blöden Auge herumtun werden. So, das habe ich schon gesehen. Oh, oh, Kacke. Okay. Erster Versuch schon mal fehlgeschlagen, aber ich weiß zumindest, was ich tun muss. Ich habe mir das so angeschaut. Hier ist der erste von diesen Schaltern. Ach, Crap. Okay, gut. Wir werden das schon schaffen. Ah, Kacke, jetzt habe ich. Okay. Aber wie gesagt, wenigstens ist der Frust von gestern nicht mehr da. Und
Aber Sargon sollte halt trotzdem richtig landen. Okay. Ja. Gut. Geht ja. Geht doch. Ist zwar nicht ganz einfach, aber geht doch. Ich war einfach gestern wirklich schon von dieser ganzen Passage mit dem Auge einfach nur noch genervt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich hoffe halt nur, dass wir das jetzt mit den zwei Lebensbalken, die wir haben, noch schaffen, weil noch einmal hier raufkämpfen will ich mich ehrlich gesagt trotz allem nicht. Ah, Kacke. Okay. Okay. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Sehr schön. Auch wenn es heute besser läuft, ich finde es trotzdem schlechtes Game-Design, was die da mit dem Auge gemacht haben. Ganz einfach. So, gut. Aber wir haben alles. Das ist gut. So, dann was kommt jetzt? Okay. Schaut schon wieder sehr aus nach einem Endgebiet mit einem mit einem Teil von Radiens Geschichte. Ja, ja, klar, klar. Okay, was kommt jetzt? Ich kann das nicht. Ich bekämpfe dich nicht. Du bist meine Schwester. Dann lass mich dich retten. دیگه یکی از ما هستی این جنگجو از این به بعد به این اسم شناخته میشه راجن Ratjen, ich weiß es jetzt. Ich sah alles. Wir können hier weggehen. Alles hinter uns lassen. Der Streuner sucht nach Zuneigung.
Du bist erbärmlich, Sargon. Zuerst werde ich dir diese Kräfte nehmen. Und dann zerreiße ich dein Fleisch in 1 Million Stücke. Vinash wird ihre Eier in dir ablegen und dich verschlingen. Ratien, Räuberin der Schatten. Mal sehen. Bosszeit! Wow, 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 Ratien. Hab ich dich. Oh, nein, nein. Hui. Wow. Okay. Okay, sie macht gut Schaden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen bei ihr. Nicht weit. Okay. Händchen, Händchen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Mal nur so kurz und fein. Wow. Wow. Ui. Okay, das wird mehrere Versuche brauchen. Das muss wehtun. Ich gebe dich nicht auf. Wow. Hab ich dich. Okay. Wow, erster Versuch. Puh. Das wird einige Versuche dauern, glaube ich. Es muss nicht so enden. Es muss nicht so enden. Meine Klinge, meine Liebe, bringt stets alle Siege. Und zur Nachricht zeige dir, warum man nennt ein Tier. Ah!
Ich gebe dich nicht auf. So berechenbar. Ich gebe dich nicht auf. Ah, kacke. Ich gebe dich nicht auf. Hündchen, Hündchen, gib gut acht. Auf dich wartet ewige Nacht. Schlummer liegt so kurz und fein. Schlafen schnell. Ah, kacke. Okay. Mach brav Platz zum kurz inne. Gratien! Wenn du noch einen Schritt tust, wird einer von uns sterben. Aber nicht ich. Ich gebe nichts. Sagan!
sagte, gut, dass Nate dich gefunden hat. Was ist passiert? Ratjen. Sie hat mir keine Wahl gelassen. Ich sah, was sie erlebt hat und erduldet hat. Vielleicht hätte ich sie irgendwie retten können. Wir zweifeln, um unseren Geist zu erproben. Denn sich zu erinnern, ist viel schwerer als zu vergessen. Ruh dich aus, Sargon. Das war ziemlich knapp. Danke. Euch beiden. Neuen Skin erhalten. Schatten. Und finstere Nächte der Seele abgeschlossen. Ja gut. Okay. Netter Bosskampf gegen Ratjen. War machbar. Dritter Versuch war's. Ja. Wie das jetzt geendet hat, war irgendwie komisch. Eigentlich hat ja Sargon gegen Ratjen gar nicht gewonnen, sondern nur dank Nate überlebt. Finde ich halt irgendwie merkwürdig dafür, dass er storytechnisch ja relativ bald darauf, wenn man weiß eben, dass das ja in die Story eingegliedert wird, knapp nach den Tiefen, dass er dann relativ bald ja Qiyana besiegt. Diese Dämonin, die aus einer fremden Welt gekommen ist. Und dann auch recht bald Azdaha, die gefangene Schlangengöttin. Und dann schafft es nicht mal, Ratjen zu besiegen. Ich meine, okay, gut, es war ihr Denkpalast, also es war ihre Welt sozusagen. Okay, gut. Aber, weiß nicht. Hätte ein bisschen pathetischer sein können für mich. Ja, damit haben wir den DLC jetzt mal abgeschlossen. Sagt Nate noch was eigentlich? Ich erkenne langsam, was am Ende meiner Klinge ist. Ja, Ratjen war dort. Das ist keine dieser Lektionen, bei der man sich eine Antwort ermogeln kann. Sagt er auch noch was? Sargon, ich glaube, du bist bereit für deine letzte Lektion. Ach. Komm einfach zu mir, wenn es dir passt. Okay. Okay. Neue Prüfungen, neue Bossprüfungen, sprich, vielleicht ist da auch jetzt beim Boss Rush Ratjen dabei. Weiß ich jetzt nicht. Werde ich mir aber auch ein andermal anschauen. Jetzt noch kurz ein Fazit zum DLC. Ja. Ich bin zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis auf das Ende, also jetzt nicht den Endkampf gegen Ratjen, der war cool. Der war wirklich cool. Also das Ende mit dem Auge, das sich verfolgt hat, war der DLC angenehm. Machbar und angenehm. Es gab dieselben Probleme wie auch schon im Hauptspiel, nämlich Schwierigkeitsgrad-Spikes, die gekommen sind und wieder gegangen sind. Wie gesagt, diese Unterscheidung mit dem rechten und dem linken Abschnitt des Denkpalastes, die man eindeutig in der anderen Reihenfolge hätte machen sollen, als wir sie hier jetzt gemacht haben. Denn der rechte Abschnitt war viel, viel einfacher. Sowohl was die Jump-and-Run-Passagen angeht, als auch die Gegner. Und diese zwei Schwierigkeitsgrad-Hochs im linken Teil, in dem Tempel und dem Meer des Blutes, mit dem Trank und dem einen Amulett, waren halt jenseits von Gut und Böse, meiner Meinung nach, ja. Also wer sich das hat einfallen lassen, was halt überhaupt nicht zum Rest von der Schwierigkeit gepasst hat, ja, sondern einfach nur so, so, jetzt volle Wäsche. Also aber das Problem hatte das Hauptspiel ja auch schon, ja, dass es da halt immer wieder unterschiedliche Schwierigkeitshochs und dann wieder Tiefs gab. Ja. Das Problem, was halt in diesem DLC
zusätzlich dazu kam, war, dass du halt praktisch keine Kraft hattest, also keine Kräfte hattest, bis auf die Atra-Kräfte, Gott sei Dank, durch die Amulette, die alle weg waren, und halt auch nur sehr wenig Leben hattest. Ja. Das hat halt die Schwierigkeit umso mehr erhöht. Was meiner Meinung nach unnötig war. Sie hätten dir vielleicht nicht ganz so viel Lebensenergie abknöpfen sollen für diesen DLC, dann wäre es wahrscheinlich angenehmer gewesen zum Spielen. Biome, also die Umgebung 1A, klasse, auch die Musik, super. Dass man jetzt herausgefunden hat, was mit Radien passiert, finde ich auch gut. Der DLC ist ja jetzt ins Spiel hinein integriert, habe ich jetzt eh schon mehrfach gesagt. Du kannst ihn jederzeit innerhalb der Hauptstory spielen, wenn du das Spiel normal startest und den DLC hast. Nach den Tiefen weiß ich nicht, ob man da schon die Skills hat, um den Denkpalast von Radien wirklich zu schaffen. Erstens das. Vor allem diese kranke Passage mit dem Auge am Ende. Und deswegen finde ich, einerseits wirkt es so, als wäre es geschnittener Content gewesen, der sowieso im Spiel geplant war, den sie dann halt aus Zeitgründen rausgecuttet haben und dann sich überlegt haben, das haben wir am Schnittboden gefunden, lass uns das ein bisschen aufblasen und als DLC raushauen. Und als DLC wirkt es halt aufgepfropft für die kohärente Story des Spiels. Es ist halt wirklich eine Zäsur, dass du da in ihre eigene Welt hineingesaugt wirst, mit deiner eigenen Map, mit eigenen Fähigkeiten, eigenen Amuletten und so weiter und so fort, ja. Ach, ich weiß nicht, das... Es ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch, ja. So gesehen, wäre es mir lieber gewesen, sie hätten die Story von Radien anders aufgelöst. Nämlich als wirklichen Boss in den Tiefen. Ja? Dass du später noch einmal in die Tiefen zurückkehren musst und dort gegen sie kämpfst, aber nicht so dieses eigenständige Ding irgendwie. Ich meine, der DLC war jetzt vergleichsweise kurz, ja? Hat auch nicht viel gekostet, 5 Euro, dafür ist das durchaus okay. Aber wenn ich mir halt so bedenke, was zum Beispiel Capcom in Resident Evil 4 mit dem DLC gemacht hat, mit Separate Ways, dem Ada-DLC, ja, der, ich weiß nicht, locker 10 Stunden gedauert hat, wenn man ihn das erste Mal gespielt hat, ja, und en par war mit dem Hauptspiel, ja, und auch nicht massig viel mehr gekostet hat, ja, dann sieht man halt, was man aus einem DLC rausholen kann. Und so gut dieser DLC auch, ach Gottchen, ernsthaft jetzt, so gut dieser DLC es auch grundsätzlich war, ich fand ihn nicht das Gelbe vom Ei. Ich finde die DLCs dieses Spiels grundsätzlich unnötig. Sie geben dem Spiel keine, sie machen es nicht positiv besser durch die DLCs, die rausgekommen sind. Weder die verschiedenen Modi, den Boss Rush, noch den Speedrun und den Permadeath-Modus, ja, und die göttlichen Prüfungen, die ich mir noch gar nicht angetan habe, aber von denen ich schon gelesen und gesehen habe, dass die abartig sein sollen, ja. Das macht's meiner Meinung nach nicht besser, das Spiel. Es gibt ihm nichts Zusätzliches, Besseres. Was es vorher nicht schon gehabt hätte. Und dieser Story-DLC jetzt, ja, auch nicht wirklich. Also jetzt, nachdem ich ihn gespielt habe, kann ich sagen, ich hätte ihn in dieser Form, wie sie ihn jetzt rausgebracht haben, nicht gebraucht. Leider, eigentlich, weil so ist das Spiel top, aber ich finde die Geschichte, die das Spiel erzählt, mal abgesehen davon, dass man nicht weiß, was im Spiel mit Radien passiert und das halt jetzt so aufgelöst wird, finde ich die Story des Spiels sehr kohärent und sehr rund und sehr passend. Und dieser DLC pfropft sich da jetzt drauf, der nicht dazu passt. Also ja, ich werde mit diesem DLC nicht so sonderlich warm. Leider, eigentlich.
weil ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut, zu erfahren, was mit Radien ist, aber... Nein. Er ist einer der schlechteren DLCs, meiner Ansicht nach. Zieht jetzt das Gesamtspiel nicht maßgeblich runter und ich will jetzt nicht sagen, dass der DLC an sich schlecht ist, um Gottes Willen nicht, ja. Aber ich finde, er hätte bei weitem besser sein können. Ja. Schade, eigentlich. Na gut. Dann gibt's ja jetzt eh nur noch die göttlichen Prüfungen zu machen und halt dann das, was Artaban uns hier noch zeigen will. Schauen wir mal, wann ich mir die göttlichen Prüfungen antun werde. Ansonsten sehen wir uns halt dann bei den göttlichen Prüfungen wieder oder bei einem anderen Projekt. Danke fürs Zusehen bei Mask of Darkness und bis zum nächsten Mal. Keep Gaming.